Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Cool, Piranhas. Nett, nett. Können wir dann auch mal jagen gehen. Ah, es gibt so tolle Mods hier. Das ist so geil. Da ist was? Da hängt irgendwo so ein Brunnen. Ah, das ist ein Ding. Also Eisenzäune. Eisengitter. Ja, wir haben volles Inventar. Ich sollte da nicht wieder jedes Zeugs mitnehmen. Aber ich bin nun mal so. Ich mache das gerne. Ich kann nichts sein lassen. Fächer, Ahornstauchblätter, ja genau. Die kenne ich ja noch von früher. Und hier ist eine Palme. Also, was ist das? Das ist eine Ruine, ein Brunnen. Eine Kiste. Oh, ein Rock. Wie praktisch. Wie geil. Danke. Aber ich kann ihn nicht aufmachen. Muss man da eine Taste drücken? Eine Taste, eine Taste. Backpack. Rucksack öffnen, B. Und eine andere Taste auf. So. B. Geht nicht. Ja, aber ich möchte ihn öffnen. Es geht nicht. Ein Rucksack, der sich nicht öffnen lässt. Weshalb öffnet er sich nicht? Keine Ahnung. B. B. Ein Rucksack-Mod, der nicht geht. Wie mache ich denn? Ah, wir haben jetzt Kuh. Wenn wir auf Kuh machen. Hallo? Auf Kuh. Geht gar nichts. Es geht einfach mal gar nichts. Wieso gehen die Backpacks nicht? Er hat keine Slots? Deshalb nicht. Ja, toll. Wirklich praktisch. Schön nett. Hä? Seht ihr mal, was da spawnen kann, also was da generiert wird. Ein Rucksack, der keine Fächer. Oh Gott. Wollen wir die Palme mitnehmen? Die sieht so schön aus. Ja. Die Palme nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir nach Hause. Und dann gehen wir gleich wieder auf Reisen. Ich brauche eine Portal Gun. Für mich ist das einfach tausendmal praktischer. Ich habe eigentlich den Portal Gun Mod wirklich nur reingetan, damit ich die Spawner abbauen kann und so eine Falle bringen kann. Aber ja, ihr seht es, die Wege sind extrem weit und nervig und für ein Let's Play überhaupt nicht spannend. Also ja, da kann man wirklich langweilig, also ja, das kann man wegschneiden sozusagen, dann das Gecheatet. Aber eben, es ist immer im Betracht des Kopf, was gecheatet ist oder was nicht, was einfach nur praktisch ist.
Oder zum Ausgleich, weil der Mod so schwer ist oder was auch immer. Tja, da. Hier haben wir wieder Hühner, aber keine Eier. Die legen immer dann Eier, wenn man sie nicht braucht. Aber wenn man auch Eier braucht, dann scheißen sie sie nicht. Okay, es ist Mittag, es ist so dunkel hier in dem Biom. Deshalb dachte ich, es ist Abend. Wenn man die Sonne nicht sieht und sie sucht, dann ist es natürlich nicht so Ding. Ja, meine Konzentration ist gerade auch im Arsch. Tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen Fehlerchen mache. Aber wenn man Diablo 3 süchtig ist und zockt, dann wirbelt es einem da im Kopf richtig gehend durch. Und dann noch aufzunehmen, das ist schwer, schwer, schwer. Aber man irgendwie auch manchmal keinen Bock zum Aufnehmen. So. Was ist das? Da muss doch irgendwas drunter sein. Ja. Dachte ich es mir, aber inwiefern? Das ist nur Cobblestone? Und dann wieder Gneis. Das ist nichts. Keine Ahnung. Wer das weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Der Fluss da oben sieht cool aus auf der Minima. Der ist schön. Und dieser Wasserfall. Ah, ich mag diesen Mod mit den Strömungen. Streams heißt er. Der Streams Mod. Ja, das Gneis hat eine richtig coole Rillung. Oh. Oh. Ein Gift. Dorn. Gift Efeu. Weg. Verschwindet. Aus meinem Leben. Dann gibt es noch Stachel Efeu und pff. Ja, allerhand Zeugs, das man nicht erkennt. Erst wenn man reinläuft und das ist nichts. Dann einfach Schaden bekommt oder einfach vergiftet wird. Dann in extrem verzwickten Situationen. Oh je. Komm. I won't sleep. Sodele. Gummibaum haben wir hier. Aua. So, hier unten ist unser Lager. Früher hatte man das Minimap nicht, dass man direkt sah, wo es ist, nur auf der Minimap. Und jetzt sieht man sogar Strahlen in den Himmel durch den das Leuchtfeuer, genau. Und auch wenn man drauf geht auf den Punkt, was es genau für ein Waypoint ist. Schön, schön praktisch. Was ist das? Eine Walnuss, da haben wir schon. Oder nein, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Am Ding habe ich irgendwie eingesammelt. Genau, in der Kiste lagert er. So, da haben wir eine Höhle. Hallo. So direkt dahinter dem. Okay. Merke ich mir. Direkt hinter der Lagerhöhle. So. Gut. Ich möchte. Ja, das
Da können wir sowieso nicht viel rein tun. Mal Sachen in die Truhe legen. Dankeschön. Alles reinlegen, außer das Fleisch nicht. Die möchte ich anpflanzen, die möchte ich anpflanzen. Kann rein, das kann rein. Das Eisen aus dem Ofen und das Fleisch rein, genau. So, was haben wir sonst noch? Das noch. Und die Kartoffeln rein. Das ist jetzt wirklich die schlechteste Nahrung. Die ohne gebraten. Warten wir, bis das Fleisch gebraten ist, dann gehen wir wieder los. So. Also, ein paar Setzlinge anpflanzen. Und zwar machen wir hier mal die Fichten. Und mal vorläufig auf dem Platz für das Haus die Dschungelsetzlinge. So. Ja, da können wir noch ein bisschen Kühe füttern. Die sind wahrscheinlich jetzt wieder hungrig. Und ja, dann geht's wieder los. Ja, was ich jetzt auch wieder merke, ist, die Biome sind halt jetzt so unterschiedlich, dass es Wüsten oder Dschungel fast nicht geben wird, sozusagen. Und da die Portalgun ohne diese Tempel zu bekommen, wird schwer sein. Aber ja, ich finde, es macht richtig viel Spaß, so zu erkunden. Und ja, investieren wir ein paar Parts. Ich will sowieso noch nicht so schnell fertig sein mit allem drum und dran und dann nur noch bauen. Ist jetzt schon wieder Nacht? Nö. Es wird manchmal irgendwie komisch dunkel. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Effekt. Okay. Haben wir noch was? Wir können noch ein bisschen Bären schießen. So. Da ist Enderman, aber wo? Ich brauche den unbedingt. Der ist da hinten drauf. Da ist er. Aua, wieso hast du mich immer getroffen? Eine Enderperle. So. Enderperle, du bekommst eine eigene Truhe. Glückwunsch. Oh, der Eisenofen ist auch sehr langsam. Schauen wir mal ein bisschen ins Open-Block-Buch. Blöcke. Eine Falle. Eine Bärenfalle. Unbedingt aufstellen. Und einen Rasensprenger. Hä? Ah, der Pfad. Zum auf einfach einen Pfad machen. Ja, eine Redstone-Fackel. Okay, Eisengitter. Oh, die gehen, glaube ich, zwei Linien Eisen. Man kann sogar Knochenmehl noch dran tun. Okay. Also schauen wir noch kurz weiter. Schwamm. Ah, das ist der Sessin. Oder der Schleim können wir auch rauchen. Cool. Richtig tolle Mods. So eine Hängeleiter ist auch cool. Einfach irgendwo oben platzieren und dann wird es runtergefahren und mega geil. Ein Ventilator brauchen wir sowieso. Nein, nein. Können wir dann in die Wüste stellen. XP-Dusche. XP-Gitter, ja, das kenne ich alles. Von anderen Leuten. Also. Ja, ich habe es einfach nicht gemerkt, wie genau, aber
können wir nochmals reinschauen, oder? Ja, ist wieder am Anfang. Was wollten wir? Wie sieht's aus? Das ist die Bärenfalle. Hä? Ah, da. Ja, eine andere Farbe. Redstone. Torch. Ah, da. So. Was war das? So, und dann heißen auf der Seite. Ja, da können wir gleich mehr machen. So. So. Toll. Können wir auch das letzte mal ein bisschen verbrauchen. Gut, dann haben wir hier die Rasensprenger. Müssen halt irgendwie schauen, dass wir das irgendwie platzieren können, was Weizen hat. Können wir nicht aufs Weizen platzieren oder so. Wir können aber sie drauf. Geht das? Kann man das irgendwie anmachen? Ich weiß gar nicht, wie man die anmacht. Müssen wir wahrscheinlich an Redstone an. Na sowas. Machen wir das dann ein anderes Mal. Und wir müssen sowieso noch kurz runter zum Schlafen. Machen wir das jetzt. Und zwar. Hallo. Machen wir eine Redstone Torch. Machen wir ein paar mehr. So. Schlafen kurz. Irgendwie müssen wir das befüllen, aber mit was? Steht das in Open Blocks Buch? Ach komm. Das Warten auf die Nacht. Das Warten auf die Nacht. Hat einige Zeit, weil die Sonne auf dem Hügel war. So, überlegen. Ah, kurz reinschauen. So. Aha, wir brauchen noch einen Tank. Na toll. Über einem Tank. Wieso müssen wir noch einen Tank haben? Wieso ist das so realistisch? Tank, Tank, Tank. Da. Toll. Was ist denn? Okay, okay. Wir sparen es auf. Wir sparen das auf und gehen jetzt. Reisen wieder. Kurz schauen. Ja, toll. Ja, im nächsten Part gehen wir auf Reisen. Bis denne. Tschüss. Geht alles immer so schnell. Also tschüss.